Moin Moin, wir begrüßen euch zu einer neuen Ausgabe von 48.1. Mein Name ist Flo. Und ich bin Nicole und heute zum zweiten Mal in der Tech Team Edition. Letztes Mal hatten wir für euch die Lieblingsplatte von Alex. Und heute kommt sie von unserem Prakti Clemens. Hi, ich bin Clemens, ich bin bei Münster Medien in den Redaktionen 48.1 und Promenade. Hauptsächlich höre ich Hip-Hop, überwiegend eigentlich deutschen Hip-Hop, natürlich auch international, aber ich höre auch manchmal in was Französisches tatsächlich rein, aber überwiegend deutschen und englischen Hip-Hop. Ja, heute stelle ich euch das Album Paradies von Erdeka vor. Es ist ein sehr Hip-Hop-lastiges Album, ist auf jeden Fall im Hip-Hop angesiedelt. Und bei Erdeka handelt es sich um einen deutschen Rapper, der sich auf jeden Fall eine große Fanbase im Internet gesammelt hat und der dann tatsächlich bei Keine Liebe gesigned wurde. Das ist das Label von Prinz Pi, das dürfte jedem etwas sagen. Mein Lieblingssong, einen speziellen habe ich jetzt nicht unbedingt, aber ich würde auf jeden Fall sagen, Schwarz-Weiß ist ganz weit oben oder Stroboskop, das ist das Intro. Empfehlen kann ich das Album auf jeden Fall eigentlich so gut wie fast jedem. Es ist zwar sehr Hip-Hop-lastig, aber das Album hat einen einzigartigen Klang, von Max Mosley produziert. Und ich kenne auch viele aus meinem Bekanntenkreis, die sich wenig mit Hip-Hop beschäftigen, wenig Hip-Hop hören und auch sehr begeistert hiervon waren. Einfach durch diesen einzigartigen Klang und die einzigartigen Lyrics, die im Gesamtpaket eigentlich wirklich vielen Menschen zusagen werden. Am Sonntag war Muttertag und passend dazu haben wir jetzt einen Beitrag für euch. Denn in der Friedenskapelle waren Muttis Kinder zu Gast. Aloha und Ahoi, ich bin Jakob und bevor es hier schnell zu regnen anfängt, gehen wir mal da rein, das ist die Friedenskapelle. Da sind heute Muttis Kinder zu sehen mit einem A Cappella-Konzert. Sonst nicht so meine Sache, aber ich denke, es wird trotzdem ein spaßiger Abend. Bonbon. So, nach dem Konzert, ich stehe hier mit Muttis Kindern noch in der Friedenskapelle. Man gönnt sich Drinks, man gönnt sich Eukalyptusbonbons. Bist du erkältet? Nee, aber die schmecken mir. Okay, ja gut, man hätte jetzt auch nicht gehört, dass du erkältet wärst, aber genau. Sagt mal, ihr kommt eigentlich aus der Schauspielszene. Wie seid ihr dazu gekommen, dann zu singen? Oder wusstet ihr schon vorher, dass ihr gute Singstimmen habt? Oh, das ist ein Riesending hier. Wir haben uns auf der Schauspielschule kennengelernt und uns gab es da zu wenig Musik einfach. Und wir haben alle drei gerne gesungen, schon davor. Unterschiedliche, also in einer Rockband, in einer A Cappella-Band oder einfach so. In der Badewanne. Und da haben wir uns so innerhalb des ersten Jahres sind wir darauf gekommen, dass wir zu dritt irgendwie, dass wir alle drei gerne Musik machen wollen, aber alle drei keine Instrumente wirklich gut beherrschen. Deswegen haben wir das mit unseren Stimmen probiert. Das Bam Bam. Das machen wir. Das Bam Bam und das Bum Bum. The world doesn't fly out and no one can save me but you. Dum dum. Blau dum blau. Dum 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 dum. Strange but desire can make foolish people do. Dum 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 dum. I never thought I would meet somebody. Somebody like you.
in love. Love is only gonna break your heart. No, I don't wanna fall in love. Gonna break your heart. Ja, es geht mit Menschen. Wir haben uns in Rostock kennengelernt, auf der Schauspielschule in Rostock. Und von da aus zusammen alle Wege weitergeführt oder wie war das dann? Na, erstmal von Rostock aus sind wir ein bisschen auseinander geweht worden, nach Berlin, nach Dresden. Ich bin noch ein bisschen in Rostock geblieben, ein bisschen länger, und haben dann unsere beruflichen Wege solo verfolgt. Bis wir also dann, Schauspiel? Genau, bis wir dann 2010 gesagt haben, jetzt oder nie. Und dann haben wir alle unsere Dienste quittiert an den Theatern und haben den Weg dann wieder zusammen aufgenommen. This love is only gonna break your heart. No, seid ihr das ganze Jahr über auf Tour? Wie viele Auftritte habt ihr so? Wir sind eigentlich fast das ganze Jahr auf Tour. Wir machen aber auch mal 3-4 Monate Pause, gerade im Sommer oder wenn familiäre Planungen, sag ich mal, dazwischen kommen. Und wir geben eigentlich so in der Regel 4-5 Konzerte pro Monat. Wie sieht das jetzt gerade aus? Arbeitet ihr ständig an was Neuem? Wie oft überarbeitet ihr euer Programm? Na, wir proben eigentlich gar nicht so oft und haben uns vorgenommen, das jetzt mal zu machen und haben uns einen Zeitraum gesetzt, in dem wir gerne viele neue Lieder probieren wollen und fertigstellen wollen. Und wir haben einen Termin für ein neues Programm. Unser neuestes wird im Februar 2017 voraussichtlich Premiere feiern und daran arbeiten wir. Gibt es schon einen Namen? Nein. Dann kommt bald mit dem neuen Programm wieder nach Münster, dann kommen wir nämlich auch gerne wieder. Muttis Kinder, Dankeschön. Nobody loves no Wusstest du eigentlich, dass wir regelmäßig Promoplatten von verschiedenen Labels bekommen? Nee, das wusste ich noch gar nicht, aber ich würde gerne mal reinhören. Dann machen wir es doch direkt. Den Anfang machen Glückskinder mit Alles auf Null. In dieser Band würde ich auch gerne Bass spielen. Steffi Stephan, Bassist von Udo Lindenberg. Mit Glückskinder kehren die großen Emotionen zurück in die deutsche Popmusik. Das Markenzeichen, warme, stimmungsvolle Songs, die berühren und mit einfühlsamen, ausdrucksstarken, positiven Texten die Zuhörer mitten ins Herz treffen. Deutsch-Pop-Songs mit absolutem Ohrwurm-Charakter. Und damit hallo und herzlich willkommen zur Promo-Platte. Ich habe euch heute eine wunderbare CD mitbringen lassen, mitgeschickt, gebracht, bekommen. Glückskinder mit Alles auf Null. Glückskinder sind eine Band aus Osnabrück. Das haben wir zugeschickt bekommen von der 7 US Media Group. Das Label bzw. der Verlag hat sich mal gedacht, okay, hey, da ist dieses junge, lustige Musikmagazin aus Münster, schicken wir denen doch mal einfach diese CD zu und hoffen, dass sie vielleicht was darüber machen. Das ist jetzt auch schon wieder ein halbes Jahr her. Und wir haben diese CD dann nochmal wiedergefunden und haben uns dann gedacht, okay, machen wir doch mal was drüber. Was dann leider hieß, dass ich mir diese CD einmal komplett anhören musste. Dieses Album hat fast eine Stunde Spielzeit, bewegt sich im Bereich Deutschpop, beinhaltet Themen wie Liebe, Leben, Fliegen. Ich glaube, das war es dann auch schon. Fangen wir doch erstmal mit den positiven Dingen an. Es ist hier richtig Hardcover-CD, das Booklet sieht gut aus, es ist nicht totaler Ranz,
Also es ist jetzt nicht so ein Pappschieber oder so. Hier, das Booklet ist auch tatsächlich mit Hochglanzfotos. Gut, über den Inhalt der Fotos, da kann man sich ein bisschen drüber streiten. Ich habe Kollegen, die gesagt haben, es sind die gestelltesten Fotos, die sie je in ihrem Leben gesehen haben. Auch ich habe so ein bisschen das Gefühl, die beiden sind nicht so, dass die Frisur von den beiden irgendwie jünger ist als die beiden selber. Generell, irgendwie habe ich bei der Sängerin immer wieder so ein bisschen das Gefühl, ich gucke mir gerade Andrea Berg an. Das ist auch vollkommen unwertend gemeint, aber so gewisse Ähnlichkeiten vom Aussehen haben die ja irgendwie doch schon. Wenn man sich dieses Album hier mal so anhört, dann gibt es so einige Momente, die einem vielleicht ein bisschen merkwürdig vorkommen. Der erste wirkliche dieser Moment ist mir bei Song Nummer 3 passiert. Und zwar bin ich da über die Zeile gestolpert. Moment, das ist lustig, weil Moment, so heißt der zweite Song. So, der dritte Song, Herzenswünsche, hat folgende Zeilen. Kinderaugen leuchten, ein lachendes Gesicht, was kann es Schönes geben? Ich weiß es nicht. Nichts ist nie unmöglich, ja, das ist doch klar. Nichts ist nie unmöglich. Das würde dann doch heißen, dass alles irgendwann unmöglich ist. Aber das ist doch genau gegen die Botschaft von diesem Song hier. Träume werden wahr, glauben nur fest daran. Heute kommt der Tag und du bist dran. Aber nochmal, nichts ist nie unmöglich. Eigentlich müsste sie ja sagen, nichts ist nie möglich. Um dann wieder auszudrücken, dass alles irgendwann schaffbar ist. Oder? Naja, was man über diesen Song natürlich noch sagen kann, einigen wird vielleicht der Name Herzenswünsche aufgefallen sein. Herzenswünsche e.V. Es ist ein Verein für schwer erkrankte Kinder und Jugendliche. Ist ja auch so ein schönes Foto noch mit bei mit denen. Die haben ja auch mitgesungen als Kinderchor, glaube ich zumindest. Oder war das jetzt doch wieder jemand anders? Ah, hier steht einfach Kinderchor bei Herzenswünsche. Übrigens wusste ich hier in diesem Booklet hinten drin, hier stehen ganz viele Namen, die irgendwelche Instrumente spielen. Dafür spielt anscheinend niemand das Schlagzeug, weil dafür hat niemand Credits gekriegt. Im nächsten Song geht dein Weg, gibt's schon wieder so kryptische Zeilen. Das Leben zählt nicht deine Atemzüge, aber den Moment, der dir den Atem stocken ließ. Moment, das müsste doch grammatikalisch eigentlich wieder heißen, aber die Momente, die dir den Atem stocken ließen. Also, hier Texte Sonja Kittel, das ist auch die Sängerin. Da muss noch mal ein bisschen Grammatik-Nachhilfe genommen werden. Der nächste Song, komm doch mal rüber, du da drüben, wer bist du denn da? Komm doch mal rüber, du da drüben, wer bist du denn da? Komm doch mal rüber, du da drüben, wer bist du denn da? Setz dich hin, nimm dir einen Keks und ein Glas voll rum. Im Song Sternenreiter gibt es schon wieder irgendwas Kryptisches. Du berührst meine Seele zutiefst, mein Herz explodiert. Fang es auf, beschütze es und gib es nie wieder her. Ja, Moment, wie soll denn jemand ein explodiertes Herz auffangen? Fang es auf, beschütze es und gib es nie wieder her. Aber wenn die Person es berührt und es explodiert, dann macht sie doch genau das Gegenteil zu dem, was beschützen und auffangen heißt. So, als nächstes haben wir den einzigen Coversong hier drauf, Ohne dich, im Original von Münchner Freiheit. Ich mach das Original von Münchner Freiheit schon nicht sonderlich und das hier ist echt nicht besser. Als vorletzten Song haben wir hier den Song Ticket um die Welt. Das ist quasi genau derselbe Song vom Text her wie der erste Song. Ich möchte mal einfach etwas aus dem Refrain des ersten Songs zitieren. Komm in meine kleine Welt, bin sicher, dass dir ein Stück davon gefällt. In diesem Song geht der Refrain so. Ja, ich fliege um die Welt, lebe so, wie es mir gefällt. Also sorry, aber das ist absolute Reimewiederverwertung. Ein bisschen mehr Mühe kann man sich beim Songwriting schon geben. Was soll ich dazu noch sagen? Belassen wir es dabei. Lieblingsplatte wird das hier nicht mehr. Ist eindeutig als Promoplatte durchgefallen. Schade. Ja, das war's auch eigentlich schon wieder von uns, oder? Ja, dann können wir eigentlich gehen, oder? Ja, ne? Tschüss! Bis dann!